Am Himmel über den Vereinigten Staaten herrscht Chaos. Innerhalb von nur 3 Tagen schossen Kampfjets 3 nicht identifizierte Flugobjekte ab. Aber was genau sind diese seltsamen Objekte und was wollen sie? Das Weiße Haus hält sich zu den Vorfällen bedeckt und sowohl die Gesetzgeber als auch die Öffentlichkeit stehen vor mehr Fragen als Antworten. Könnten diese Objekte das Ergebnis einer außerirdischen Invasion sein oder handelt es sich einfach um harmlose Ballons, die zur falschen Zeit am falschen Ort waren? Die Wahrheit bleibt ein Rätsel und das Land steht vor der Frage, was vor ihm liegt. In unserem heutigen Video entschlüsseln wir das Geheimnis dieser abgeschossenen Objekte und untersuchen die möglichen Erklärungen für ihre Anwesenheit im amerikanischen Luftraum. In einem abgelegenen Öllager am Ende der Welt begannen die Piloten der US-Marine, die eine P-8 Poseidon flogen, mit der Suche nach einem abgeschossenen UFO. Doch bei minus 30 Grad und nur 6 Stunden Tageslicht schien die Aufgabe unmöglich. Nach stundenlanger Suche waren sie gezwungen aufzugeben und kehrten mit leeren Händen und ohne Antworten zurück. In der Zwischenzeit suchten die kanadischen Streitkräfte und die Kapitäne der Küstenwache im Yukon-Territorium und am Huronsee nach Überresten von 2 weiteren Objekten, die nur wenige Tage nach dem Abschuss eines chinesischen Spionageballons durch die USA kurz hintereinander abgefangen worden waren. Doch auch hier blieb die Suche erfolglos und die Öffentlichkeit erhielt mehr Fragen als Antworten. Angesichts der vielen unbeantworteten Fragen hat es den Anschein, dass das Militär seine Sachen gepackt hat und nach Hause gegangen ist. Aber das Geheimnis bleibt bestehen. Eingehüllt in die gefrorenen Weiten der Arktis und die trüben Tiefen des Huronsees. Das US-Militär hat an 3 aufeinanderfolgenden Tagen 3 nicht identifizierte Flugobjekte über Alaska, Kanada und Michigan abgeschossen, was das Pentagon und die Geheimdienstmitarbeiter ratlos zurücklässt. Dies reiht sich ein in die andauernden Sichtungen unidentifizierter Luftphänomene am Himmel über Nordamerika, die ein Gefühl der Unruhe und Unsicherheit hervorrufen. Das jüngste Objekt tauchte am Samstag über Montana auf und nach einigen Diskussionen darüber, ob es echt war oder nicht, erschien am nächsten Tag ein Fleck über Montana, Wisconsin und Michigan. Nachdem Militärbeamte die Existenz des Objekts bestätigt hatten, befahlen sie einer F-16, es über dem Huronsee abzuschießen. Trotz dieser Vorfälle bleibt die Wahrheit über den Ursprung und die Natur dieser Objekte schwer zu ergründen. Es gibt jedoch noch 2 wichtige Fragen, die unbeantwortet bleiben. Was genau waren die 3 Objekte, die US-Kampfjets über Alaska, Kanada und Michigan abgeschossen haben? Und warum scheint es, als würden plötzlich mehr von ihnen auftauchen und abgeschossen werden? Auf die erste Frage haben die amerikanischen Behörden noch keine Antwort. Sie tappen immer noch im Dunkeln, was die Art und den Zweck der Objekte angeht und wer sie geschickt hat. Was die zweite Frage betrifft, so ist unklar, ob tatsächlich mehr UFOs auftauchen oder ob das US-Militär einfach nur wachsamer geworden ist, um sie zu entdecken. Nach dem jüngsten Vorfall mit einem chinesischen Spionageballon hat das North American Aerospace Defense Command, NORAD, sein Radarsystem angepasst, um es für mögliche Bedrohungen empfindlicher zu machen. Infolgedessen hat die Zahl der entdeckten Objekte erheblich zugenommen, was aber auch einfach daran liegen kann, dass NORAD nun aktiv nach ihnen sucht. Trotz der fehlenden Antworten bleibt das US-Militär in höchster Alarmbereitschaft und NORAD behält den Himmel über den USA genau im Auge. Melissa Dalton, die stellvertretende Verteidigungsministerin für Heimatschutz und hemisphärische Angelegenheiten, sagte auf einer Pressekonferenz: "Wir haben unseren Luftraum genauer unter die Lupe genommen, was zumindest teilweise die Zunahme der Objekte erklären könnte, die wir in der letzten Woche entdeckt haben." Es gibt einige amerikanische Beamte, die glauben, dass es mehr unidentifizierte Flugobjekte geben könnte als bisher bekannt. Sie haben die Möglichkeit in Betracht gezogen, dass diese Objekte von einer ausländischen Macht wie China stammen und nach dem jüngsten Vorfall mit dem Spionageballon die Erkennungsmöglichkeiten der USA testen könnten. Am Sonntag wurde ein Objekt gesichtet, das in 6 Kilometer Höhe in Richtung Huronsee flog. Von der achteckigen Struktur des Objekts hingen Schnüre herab, aber es war keine Nutzlast sichtbar. Die Behörden erklärten, das Objekt stelle eine potenzielle Bedrohung für die zivile Luftfahrt dar, worauf Präsident Biden seine Zerstörung anordnete. Am Wochenende arbeiteten die Behörden noch immer an der Identifizierung von 3 mysteriösen Objekten. Bei dem ersten Objekt, das am Freitag abgeschossen wurde, handelte es sich wahrscheinlich nicht um einen Ballon, der bei der Zerstörung in Stücke zerbrach.
Das Objekt vom Samstag, das von den kanadischen Behörden als zylindrisch beschrieben wurde, wird von den amerikanischen Behörden für eine Art Ballon gehalten. Auch bei dem Objekt vom Sonntag handelte es sich wahrscheinlich nicht um einen Ballon. Das NORAD-Radar verfolgte die ersten beiden Objekte mindestens 12 Stunden lang, aber es ist unklar, ob sie vom Radar erfasst wurden, bevor sie in den amerikanischen Luftraum eindrangen, und es ist unbekannt, wie sie in der Luft blieben. Die USA werten derzeit Video- und andere Sensordaten von Piloten aus, die Objekte vor ihrer Zerstörung beobachtet haben. Die wahre Natur, der Ursprung und der Zweck der Objekte werden jedoch erst dann festgestellt werden können, wenn das FBI und die Royal Canadian Mounted Police die Möglichkeit haben, die Trümmer gründlich zu untersuchen. Im vergangenen Monat veröffentlichte der Geheimdienst einen Bericht, in dem es heißt, dass von 366 ungeklärten Vorfällen 163 schließlich als Ballons identifiziert wurden. In einem als geheim eingestuften Dokument, über das die New York Times vor kurzem berichtete, heißt es jedoch, dass mindestens 2 Vorfälle auf US-Militärstützpunkten Beispiele für fortschrittliche Luftfahrttechnik sein könnten, die möglicherweise von China entwickelt wurde. Einige US-Beamte ziehen die Möglichkeit in Betracht, dass die unbekannten Objekte von China oder einem anderen Land geschickt wurden, um mehr Informationen über amerikanische Frühwarnsysteme und Radarkapazitäten zu erhalten. Einem hochrangigen Beamten der US-Regierung zufolge besteht die Theorie, dass diese Objekte dazu benutzt werden, um zu testen, wie schnell die Vereinigten Staaten ein Eindringen erkennen und darauf reagieren können. Beamte sind zuversichtlich, dass es sich bei dem Spionageballon, der kürzlich über die Vereinigten Staaten hinwegflog, um ein chinesisches Gerät zur Überwachung amerikanischer Militärbasen handelte. Es ist unklar, ob China während der gesamten Reise die volle Kontrolle über den Ballon hatte, aber die Behörden gehen davon aus, dass sie zumindest einige Möglichkeiten hatten, ihn zu steuern. Obwohl der Ballon mit einem Selbstzerstörungsmechanismus ausgestattet war, entschied sich die chinesische Regierung, diesen nicht zu benutzen, was darauf hindeutet, dass sie auch nach der Entdeckung des Ballons weiterhin Informationen sammeln wollte. Nach Ansicht einiger Beamter wäre es angesichts des jüngsten Vorfalls mit dem Spionageballon eine erhebliche Provokation, wenn eines der in Nordamerika zerstörten Objekte aus China stammen würde. Daher waren einige Beamte vor der Annahme, dass es sich bei den Objekten um chinesische Überwachungsgeräte handelt. Pekinger Beamte versuchen, die Spannungen wegen des Spionageballons zu entschärfen, was einige US-Beamte zu der Annahme veranlasst hat, dass es sich bei den jüngsten Objekten mit geringerer Wahrscheinlichkeit um absichtliche Provokationen oder Tests durch China handelt. Aus diesem Grund erklärte Präsident Joe Biden später, dass die Vereinigten Staaten keine Beweise dafür haben, dass die 3 im nordamerikanischen Luftraum zerstörten Objekte mit Chinas Spionageballonprogramm in Verbindung stehen und eher mit privaten Einrichtungen in Verbindung gebracht werden. Wir wissen noch nicht genau, worum es sich bei diesen 3 Objekten handelte, aber nichts deutet darauf hin, dass sie mit dem chinesischen Spionageballonprogramm in Verbindung stehen oder dass es sich um Überwachungsobjekte eines anderen Landes handelt, sagte Biden in seiner ersten offiziellen Stellungnahme. Die derzeitige Einschätzung der Geheimdienste ist, dass es sich bei diesen 3 Objekten höchstwahrscheinlich um Ballons handelt, die mit privaten Unternehmen, Freizeit- oder Forschungseinrichtungen verbunden sind, die das Wetter untersuchen oder andere wissenschaftliche Forschungen durchführen. Präsident Biden erklärte, dass es keine Anzeichen für eine plötzliche Zunahme von Objekten am Himmel gibt und dass die 3 kürzlich im nordamerikanischen Luftraum abgeschossenen Objekte wahrscheinlich von privaten Unternehmen stammen und daher harmlos sind. Er warnte jedoch, dass er jedes Objekt, das eine Bedrohung für die amerikanische Sicherheit darstellt, abschießen wird. Präsident Biden betonte auch, dass die Vereinigten Staaten keinen neuen kalten Krieg mit China anstreben und erwartet, mit dem chinesischen Präsidenten Xi Jinping zu sprechen, auch wenn noch kein konkreter Zeitpunkt für das Gespräch festgelegt wurde. Dennoch machte Präsident Biden deutlich, dass er zu der Entscheidung steht, den Spionageballon abzuschießen und es nicht bereut. Doch was bedeuten diese mysteriösen Flugobjekte für die UFO-Gemeinschaft? Kann man aus den Sichtungen dieser Objekte durch Piloten etwas lernen? Ein bemerkenswerter Skeptiker der Theorie, dass es sich bei UFOs um außerirdische Raumfahrzeuge handelt, ist Mick West, ein ehemaliger Videospielprogrammierer und investigativer Autor. West erklärte gegenüber Inside Outer Space, dass die Berichte der Piloten zeigen, wie schwierig es ist, genaue Informationen aus Augenzeugenberichten über sich langsam bewegende Objekte zu erhalten. Das Problem, die Geschwindigkeit eines Objekts zu beurteilen, ohne seine Entfernung zu kennen, wird bei Begegnungen mit unbekannten Ballons, deren Größe die Piloten nicht einschätzen können, noch verstärkt, erklärte West. Er zitierte auch Aussagen des Kongresses und laufende Bemühungen des Office of the Director of National Intelligence und des All Domain Anomaly Resolution Office als Quellen für Erkenntnisse über diese Begegnungen. Mick West zufolge werden Ballons von Piloten oft als UFOs gemeldet. So handelt es sich bei dem Go Fast UFO-Video, das ein schnelles Objekt über dem Meer zu zeigen scheint, wahrscheinlich nur um einen sich langsam bewegenden Ballon. West erklärte, dass UFO-Meldungen in der Regel aus der Low Information Zone kommen, wo das Objekt aufgrund seiner Entfernung
Entfernung, Geschwindigkeit, Größe oder Unschärfe zu schwer zu identifizieren ist. NORAD hat diese minderwertigen Radarrückmeldungen in der Regel als Ablenkung herausgefiltert, aber aufgrund des jüngsten Vorfalls mit dem chinesischen Ballon werden diese Objekte nun genauer untersucht. Bei vielen dieser Objekte handelt es sich jedoch wahrscheinlich um harmlose Gegenstände, wie zum Beispiel verirrte Luftballons, die möglicherweise sogar aus den USA stammen. Die Identifizierung dieser Objekte wird eine Herausforderung darstellen und die Notwendigkeit eines schnellen Handelns könnte zu kostspieligen und gefährlichen Abschussaktionen auf der Grundlage begrenzter Informationen führen. Schreibt uns eure Meinung zu diesen Objekten in die Kommentare.